Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute erstmal mit der täglichen Belohnung. Dann sind wir in Großbritannien. Ich muss selber nochmal schauen. Die Zucht hier dauert noch. Das bedeutet, wir können den guten Baldi nochmal auf die Wiese schicken zum Training. Ich glaube Julia war es, schon verkauft. Aus Platzgründen. Sie hat ja immerhin Diamanten gebracht. Dann schauen wir mal, 20 Nachrichten. Zwillingspunkte gibt es. Nochmal, ja. Okay. Dann Freunde einladen, 14.600 Münzen als Stallbursche verdient. Das Dorf wurde besucht. Ja, wir wurden von 14 Freunden in Russland überholt. Dann noch mehr Zwillingspunkte. Die Pferde wurden gestreichelt. Ja, wir akzeptieren zwei Freundschaftseinladungen. Zwillingspunkte gibt es weiterhin. Dann. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, schauen wir nach Deutschland. Wobei wir doch nochmal in den Zuchtstall hätten gucken können müssen, sollen. Denn bei der Wassermannzucht, ja, die ist damit sozusagen abgeschlossen, wenn das Fohlen kommt. Denn ich hatte einen Zuchterfolg. Und zwar, ja, hat es mit Stufe 3 geklappt. Doch eher als gedacht. Wir schauen hier nochmal. Ja, das wird Stufe 2. Gucken wir mal, wie weit bist du? Ja, ein Level kann er noch, ne? Schicken wir die beiden nochmal trainieren. Wobei, Alice kann auch nochmal. Gut. Wir schauen gleich mal, wie lange brauchst du denn noch? 12,5 Stunden, ich glaube, das reicht nicht ganz. Wir schauen trotzdem nochmal kurz nach Großbritannien ins Zuchtgebäude. Genau, und zwar, ja, Bibi wird sie nicht weiter heißen, aber ein Wassermann, zwei Stufe 3 Stütchen erwartet uns. Ja. Das ist schon mal sehr erfreulich. Und dann auf nach Frankreich. Ja, die Suffolk Punch Zucht. Ich glaube, die war nicht von Erfolg gekrönt. Doch, Stufe 3. Oh ja, da müssten wir jetzt mal schauen. Edda ist noch nicht so weit. Bei Oliver ist es aber noch schlimmer. Und er ist wenigstens erwachsen. Ich würde sagen, wir verkaufen ihn schon mal. Stellen dann den guten George hin. Ja, Mensch. Ist die Zucht auch abgeschlossen, wenn ich Stufe 4 nicht freigeschaltet habe? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Sind die jetzt nächstes kommen? Doch. Ja, dann müssen wir noch schauen. Wir schauen ihn uns erstmal als Fohlen an, dass wir Stufe 4 gleich noch züchten. Ne, wenn wir schon dabei sind. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir ihn auf der Weide groß werden lassen. So sieht er als Fohlen aus. Ist auf jeden Fall ein schicker. Und wir schicken die anderen erst nochmal mit zum Trainieren. Ich denke mal, dass uns Stufe 2 dann komplett verlassen wird, dass wir dann Stufe 3 und 4 lieber behalten. Einfach, weil sie auch bessere Werte haben. Gut, dann gucken wir gleich nochmal weiter, wie es mit den Zuchten dort aussieht, wo wir dann fertig sind. Also jetzt in Frankreich, bei den Sternzeichen müssten wir dann nochmal schauen, was wir als nächstes züchten möchten. So, machen wir die Weide schon mal sauber. Und hier haben wir Stufe 2 Stütchen hatten, Stufe 1 Stütchen haben wir schon, ja. Die verkaufen wir dann mal. Das wird dann doch ein bisschen zu viel, wenn wir so viel Pferde dann trainieren wollen bis Stufe 10. Versuchen wir es mit den beiden. Wir hätten natürlich auch gucken können, ob wir wieder eine Stufe 3er kriegen.
Aber es hat ja auch so fast geklappt zum Züchten. Na gut. Dann ist es ja jetzt erstmal so. Dann schicken wir die gute Sulaika mit auf die Weide. Ja, der, ach ne, Adana müsste auch. Adana muss auch noch trainieren. So. Und wir schauen mal schnell auf die Fantasieinsel. Und dann gucken wir mal, ob in Frankreich noch Pferde bereitstehen, die wir ja, züchten können. Ich denke, das Connemara-Pony. Da müsste ich aber erst nochmal schauen, ob ich irgendwie einen Zuchtpartner finde. Die muss noch ein bisschen. Ja, auch. Ja, und Coco bleibt ja sowieso. Bei Coco können wir aber gleich ein Level, ja, einmal am Glücksrad drehen, sozusagen. Nein. Ja, du bist ein Hübscher, aber ein Hengst reicht. Auf Stufe 3. So, wenn wir bei dem Connemara-Pony nicht weiterkommen, schauen wir mal, was dann als nächstes drankommen würde, was wir da züchten können. Vielleicht könnten wir ja auch... Oh, wir haben den Sonnenstreicher für die Gute. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt geht's mit auf die Weide. Hm. Gut. Auf nach Frankreich. Schauen wir mal in die Oase. Was haben wir denn da? Ein Dartmoor-Pony. Chetty. Chetty hatten wir aber, meine ich, schon gezüchtet. Echt jetzt? Nein. Dazu möchte ich jetzt lieber mal nichts sagen. Wieso habe ich den denn in die Oase gestellt? Das sind... Nee. Ja gut. Assatik-Pony Stufe 2. Das heißt, wir müssen Stufe 3 auch... Ja. Haben wir... Chetty haben wir gezüchtet. Gildanand haben wir auf jeden Fall auch. Ja, mit... Na, dann würde ich das vorschlagen, tauschen wir und schauen mal, ob wir gleich beim Suffolk Punch weitermachen können. Tauschen wir euch beide. Wie sieht es bei André aus? Ist er Stufe, Stufe 3. Achso, dann könnte er... Schicken wir den jetzt auch nochmal wenigstens mit auf die Weide. So. Gucken wir mal, ob wir... ein Stufe 3 Stütchen bekommen. Wäre ja schön gewesen, wenn wir jetzt selber eins gehabt hätten, aber nein. Na gut, ich würde sagen, bis hierhin schauen wir alle durch erstmal. Dann gucke ich nochmal bei den Leuten, die ja meistens, ja gut, ja doch aktuellere Pferde dastehen haben wahrscheinlich für die Zucht, aber vielleicht haben wir ja Glück. Und sonst gucke ich später nochmal nach, weil wir müssen ja noch ein paar Rennen laufen, auf jeden Fall, für die Rezepte. Trine hat meistens Pferde da. Nein, heute nicht. Lena hat immer wieder was da. Vielleicht haben sie aber auch Stufe 4. Oh, oben. Das ist gut. Sehr schön. Können wir heute auch nochmal züchten. So, hier stehen sie. Das ist der Avatar. Und das ist die Diana. So. Ja, das Thema hätten wir doch schon viel eher haben können. Mhm.
Und es ist natürlich ein Hengst. Verkürzen wir jetzt hier, oder? Wir gucken. Oh, Pasofino Stufe 3. Ritter Stufe 4. Okay. Ja, wir müssten eigentlich noch ein paar Leute besuchen. Für die Zwillingspunkte. Irgendwie sieht das ja schon cool aus, ne? Belia Dämonenpferd. Na gut, wir gucken mal. Nicht immer nur... Da waren wir auch schon. Das ist... Nicht immer nur die gleichen Personen besuchen. Vielleicht haben wir auch Glück und finden zufälligerweise ein Pferd, mit dem wir dann doch züchten können. Das Weihnachten. Heißt einfach behalten. Ist ja auch schick. So, dann gucken wir mal. Huch. Wo ist es denn jetzt? Na gut. Was bist du denn? Amerikanisches Warmblut Stufe 2. Und hier ein Araber, gut versteckt unter Ausrüstung. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute wir besuchen müssten, aber eine Person machen wir auf jeden Fall dann noch. Und zur Not mache ich das dann. Nein. Im Off nochmal, ja. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, ist natürlich auch nicht schön. Okay, da sind wir aber... Oh, wir haben die Wippe bekommen. Ja. Bis zur Rutsche sollten wir es eigentlich auch noch hinbekommen. Und dann schauen wir jetzt erstmal hier zu den Schatztruhen. Und mal gucken. Aha. Endlich mal wieder Faith. Dann kann sich die gute Ina noch ein bisschen mehr ausruhen. Okay, das ist ein Start, wie er mir mal gefällt. Mal gucken, wie die anderen da drauf sind. Ja, da haben wir einen schweren Gegner da drüben. Aber wir haben es hinbekommen. Stufe 4. Das hier ist Stufe 4er. Aber ist das Soraya gewesen? Oh. Das Amethystfeenpferd macht uns ja das Leben schwer und das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Zwei Rennen noch. Und dann können wir nochmal auf den aktuellen Rezeptestand schauen. Müsste, weiß nicht, ungefähr bei irgendwas mit 30 jetzt liegen. Hoffe ich. Na komm, du schaffst das. Ja. Gut, und das letzte Rennen starten wir gleich. So.
Nee, zu früh. Schade. Wir haben zwei Nachbildungsderby-Pferde dabei. Ah, der Tinker. Obwohl, wir schaffen das noch. War aber gut dabei, der gute Rami. So, nochmal Kontrollblick. Und dann schauen wir... Oh, sogar 40 schon. Wir haben die Hälfte geschafft. Ja, dann könnten wir hier nochmal mit 6, 7 Rezeptabschnitten rechnen. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt aus jetzt. So, wie weit sind wir hier? Verkaufe eine Stute in... Oh, und kaufe eine Stute auf dem Markt in Horn 5. Echt? Meine eigentlich nichts gekauft haben, aber besitze 15 Pferde der Stufe 3 in Holmfirth. Wahrscheinlich eher besitze 3 Pferde der Stufe 15 in Holmfirth, aber auch okay. Die Punkte nehmen wir. Der dritte Meilenstein in Russland. Müssten wir. Wir brauchen erstmal den zweiten. Aber auch das sollten wir hinbekommen. Die Frage ist nur, wen nehmen wir? So viel haben wir nicht zur Auswahl, weil die meisten trainieren. Bola wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Ina soll sich erholen. Ja, bleiben eigentlich... Wir können ja mal Kate wieder nehmen. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht alles, aber egal. Kommen wir wenigstens ein bisschen weiter. Ich muss mich aber trotzdem, was die Rennen hier angeht, doch ranhalten. Aber irgendwie ist da die Motivation momentan nicht so vorhanden. Drittel haben wir geschafft von der Strecke. Dann haben wir jetzt zwei Drittel. Ja. Gibt wenigstens dann gleich noch... Nee, erst beim dritten Meilenstein. Gut. Aber beim dritten Meilenstein gibt es wenigstens noch mal ein paar Diamanten. Und den dritten könnten wir wahrscheinlich sogar ohne Diamanten auszugeben bekommen. Obwohl wir ja momentan auch die Möglichkeit hätten, mit den Zwillingspunkten weiterzukommen wohl. Das sollten wir vielleicht dann doch mal ausprobieren, weil diamantentechnisch... Ja, bin ich momentan sehr, sehr knauserig, muss ich sagen. Wegen den Oasenerweiterungen. Da liegt momentan das Hauptaugenmerk drauf. So, zweiten Meilenstein haben wir eigentlich. Deswegen reicht uns das erstmal. Ja, es tut mir leid. Ach ja. Und einmal noch. Ja, also dritte Meilenstein sollten wir definitiv ohne Diamanten oder Zwillingspunkte ausgeben schaffen. Wenn wir das jetzt sogar so weit schon geschafft haben, obwohl wir da so ziemlich jedes Hindernis zum Schluss mitgenommen haben. Oh, ein Azteca. Stufe 3, Summer Rain. Du bist doch, genau, Soraya legendär. Das haben wir doch gerade gesehen beim Rennen. Rocky Mountain, auch schick. Wir haben noch eine Aufgabe. Nee, hier nicht. Hier. 8200 Meter beim Jagd. Gib 1000 Diamanten aus, jetzt wäre es, aber reicht noch nicht.
Schade, das wäre natürlich jetzt mit der Erweiterung das Beste, was man machen könnte. Ich möchte nochmal schauen, habe ich das... Soraya haben wir freigeschaltet. Ach ja, das Percheron sollten wir auch nochmal züchten. American Saddlebred. Der Huffy. Und das Rocky Mountain. Das Rocky Mountain sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Das sollten wir auch demnächst in Angriff nehmen. Aber vielleicht sollte ich auch nochmal Salat ernten und anbauen, weil es finanziell sonst bald wieder ziemlich blöd aussieht, weil die Zuchten ja nicht gerade günstig sind. Dann können wir nochmal schauen, welches Sternzeichen wir als nächstes züchten möchten. So, wie sieht es denn platztechnisch aus? Geht. So können wir eigentlich auch erst ernten. Erfahrungspunkte gibt es ja auch noch mal. Sehr gut. So, hätten wir das geschafft. Gut, dann, obwohl wir könnten ja erstmal hier im Buch schauen, Konstellation 2. Die Waage könnten wir auf Stufe, auf Generation 1 züchten. Haben wir den Rest schon? Nee. Oder haben wir noch gar nichts auf Stufe 2? Ja, der Wassermann ist dann das erste, was wir auf Stufe 3 gezüchtet bekommen. Nee. Wieso haben wir denn dreimal Wassermann? Doch, wir sind jetzt gerade bei der Zweiergeneration gewesen, genau. Den haben wir ja dann gezüchtet. Was war noch? Wir hatten doch hier... Der Stier ist eigentlich noch ganz... Weit vorne bei der Waage haben wir aber schon zwei Stufe 1er. Ich würde sagen, wenn es Hengst und Stute sind, was ich mal annehme, würden wir wahrscheinlich die Waage als nächstes züchten. Luna und... Wo ist er? Aha. Rami. Genau. Dann wäre das dann wohl die nächste Zucht. Ich würde sagen, wir verkürzen hier dann nochmal... Hätte sich das zumindest erledigt. Platz haben wir hier leider nicht mehr, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wir versuchen uns dann weiter an der Suffolk Punch Zucht. Stufe 4 ist ja das Ziel oder wenigstens erstmal ein Stufe 3er Stütchen. Und ja, bei den Rezepten sieht es doch ganz gut aus. Bei den Rennen muss ich mich noch ranhalten, wenn ich da noch was reißen möchte. Ja... Das Training geht weiter. Hier sieht es relativ okay aus. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne langsam mal sehen, wie sieht denn das Azteca auf Stufe 4 aus. Würde mich brennend interessieren. Ja, mal schauen. Und die kleine Maus hier, wenn sie dann da ist, werde ich wahrscheinlich schon mal trainieren. Und vielleicht sehen wir sie dann nur erwachsen, aber ja, ne, als Fohlen... haben wir ja auch leider nicht so viel mit ihr machen und ich hätte sie dann schon ganz gerne auch relativ bald auf Stufe 15. Einfach, um dann mehr Möglichkeiten noch zu haben, um auch ja, die Sternzeichenpferde eventuell, wenn ich Lust habe, nochmal aufzuwerten mit den Werteverbesserungen und Wetterverbesserungen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!